I often wonder why we fight with all the evil forces that plague this land. The odds feel insurmountable. Our enemies are savage, cruel, and relentless. But even in knowing all this, we must still fight on. Not for victory. Not for kings. Not even for glory. But for each other. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Drachen, Lanze, Freunde der Nacht. Wir waren mitten in einer Schlacht, einer nachgestellten Schlacht eigentlich am hohen Hügel in der Nähe von Vogla. Doch irgendwie hat sich das Blatt gewendet und die Söldner von Katschel sind plötzlich auf die Miliz von Vogla losgegangen und haben alle dahin gerafft. Aber unsere Helden haben sich wacker geschlagen und haben einen der Heerführer dieser Söldner erschlagen, ein Halboger. Und es war eine wilde Schlacht, die da getobt hat. Und wir gehen hier an dieser Stelle rein, an der unsere Helden diese Schlacht für sich bereiten konnte. Wenn euch das, was ihr hier seht, gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und natürlich auch, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und damit würde ich einmal meine Spieler vorstellen. Wir haben da einmal die Amari, gespielt von der Jenny, eine Kenderdame. Hallo, hallo. Daneben haben wir den guten Johann, einen menschlichen Kleriker-Baden, gespielt von Yannick. Ganz schiller, grüßet euch. Daneben haben wir Xaroka, die eine Halborkin aus den Vergessenen Reichen spielt, die nach Krün gekommen ist, gespielt von Michaela. Hallo, hallo. Der Satz war so lang, war da jetzt alles grammatikalisch richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann die Wände nicht mehr gekriegt. So, und daneben haben wir den Lukas, der den Ben spielt, einen Warlock. Hallöchen. Ach, und noch ein Changeling, das sollte vielleicht auch noch erwähnt werden. Ja, die Michaela, die wird wieder morgen, übermorgen mit mir schimpfen. Müsst ihr da immer reinposten, das kriegt doch hier der Lukas immer vor den Bubble geballert, das Schild. So, die Michaela wird morgen oder übermorgen wieder mit mir schimpfen. Da steht immer noch erste Stufe. Ich hab's wieder vergessen, Michaela, ich hab's wieder vergessen. Ist ja kein Problem. Ist nicht schlimm. So, ihr seid mittlerweile Stufe 3, ne? Habt ihr gelevelt? Ja. Yep. Brav. Hast dein Imp gefunden? Ja. Yep. Sehr schön. Wie gesagt, Rage sollte jetzt auch funktionieren für die Barbarin und wir lassen uns überraschen. So, ja, wir gehen rein in das Schlachtfeld. Ihr steht dort inmitten von Blut und ausgeschlachteten Gedärmen. Toten Menschen, die um euch herum liegen und diesem Riesen-Oger. Ein paar habt ihr noch irgendwie unter einen bewusstseinskontrollierenden Zauber gebracht. Ich glaube, ihr habt sie in Schlaf gezaubert. Die liegen halt dort. Und ihr seht, wie Derrett, Katschel und jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht, Jenny. Becklin auf euch zukommt. Jetzt will ich auch immer Becklin sagen. Becklin kommt auf euch zugelaufen. Die kommen an und sind ganz erschöpft. Und ihr seht, dass Kajal und Becklin auch Blut an der Kleidung haben. Und sie kommen zu euch geeilt. Oh mein Gott, oh mein Gott, was war das? Eine sehr realistische Nachstellung der Schlacht.
Sie haben uns verraten, sagt Katschel, die Zwergenanführerin der Söldnertruppe. Sie haben uns verraten. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Da gerade als ich oben auf dem Aussichtspunkt war, gingen Leute vor mir auf mich los, wollten mich umbringen. Zum Glück hat Becklin sie vorher erledigen können. Sonst würde ich jetzt genauso tot hier liegen. Euer Heilburger Freund dort drüben, und ich würde halt den Berg darunter zeigen, der schien ein Anführer der Gruppe hier gewesen zu sein. Wisst ihr, wie sowas passieren könnte? Und könnt ihr mir kurz die Hand geben? Ich würde hier gerne die beiden hier noch mit dem Seil festbinden, bevor die aus dem Schlaf erwachen. Was wollt ihr? Ein Seil von mir oder? Nee, dass ihr mir helft, die fest. Ach so, eine Hand. Ja, okay. Ich pack mit an. Was abschneiden. Und die Zwergin geht hin und dreht einen dieser Söldner unsanft auf den Rücken. Becklin geht rüber zu diesem Halboger, der wohl den Namen Gragonis trug, und geht sicher, dass der tot ist. Sie bohrt ihr Langschwert in den Brustkorb und dreht es einmal hin und her und zieht dann die blutbesudelte Klinge wieder hinaus. Unsere tapfere Kinderin hat den Oger den Garaus gemacht. Ihr habt Gragonis den Garaus gemacht? Wie habt ihr das geschafft? Und ihr seht so, wie sich Amari so ein bisschen aufplustert. Das hat mit meinem Geschick zu tun. Ich glaube, ich habe ihn einfach abgelenkt mit meinem Gerede. Ihr müsst sehr geschickt sein. Mit welcher Axt habt ihr ihn erschlagen? Mit meinem Pfeil. Ich glaube, der war eingeschüchtert. Er ist einfach nicht in meine Nähe gekommen. Ja. Wir müssen die Überlebenden hier gefangen nehmen. Kann sich eventuell jemand von euch mal umsehen, ob noch irgendwelche Milizionäre Hilfe brauchen? Vielleicht lebt noch jemand. Gerne. Ja, du gehst halt durch die Schlachtfeld rein und schaust nach. Und du siehst noch vier menschliche Kämpfer, die dort verwundet liegen und die stöhnen und sich den Bauch festhalten, weil teilweise das Gedärm halb rausgeplatzt kommt. Ja. Du kannst gerne mal einen Wurf auf Heilkunde machen oder du kannst natürlich auch einen Heilspruch machen oder was auch immer. Sehen die aus, dass ich sage, eine Bandage reicht oder sehen die aus? Nee. Wie gesagt, da quellen fast die Gedärme heraus. Wäre es besser, wenn man heilen würde, ja? Vermutlich. Ja, dann viermal. So viel Spells habe ich sogar. Ja, dann machen wir das auch. Aber du kannst ja die schlimmsten mit einem Heilspell machen und den letzten kannst du ja mit einem Medizinwurf oder Erste Hilfe verbinden. Ja, ist der Johann eigentlich immer noch nackt? Ich habe ihm Kleidung. Er hat Kleidung angezogen. Also Johann, wenn ihr noch so ein bisschen Heilung überhättet, meine Schulter hat sich ganz schön erwischt. Und ich heb so den Darm hoch. Erstmal den hier. Ja, wird halt Cure Wounds machen, aber da muss ich jetzt irgendwie auswählen. Ich ziehe mir einfach das mal ab. Dann dreimal weg. Ja. Ja, und dann halt den letzten versuche ich halt zu stabilisieren mit Medizin, wenn das geht. Ja, mach mal einen Wurf auf Medizin. Komm schon. Hast du schon? Nee, komm schon. Ach so. Das ist eine 16, die reicht und du kannst den auch stabilisieren und du kniest dich nieder zu ihm und fängst an, das Ganze zu säubern mit Wasser und
Ja, machst eine Bandage und verbindest ihn. Und als du zu den anderen gehst und deinen Gott anrufst und sie sehen, wie diese Energie durch deine Hände kanalisiert wird und von dir aus in die Körper der Leidenden fließen, gucken die Leute alle ganz erstaunt. Was ist das bei den alten Göttern? Was ist das? Sind das die Götter, die durch euch sprechen? Alles. Könnte man so sagen, zumindest, also ich weiß, ich kann nicht für jeden Gott sprechen, aber zumindest für Branchana kann ich sprechen, ja. Die Götter sind zurückgekehrt, die Götter sind zurückgekehrt. Ja, jetzt vielleicht nicht alle, aber zumindest Branchana, ja. Ja, und so heilst du die auch. Und ich schreibe euch mal pro Charakter, den er geheilt hat, das waren 24 Goldmünzen in euer Party-Inventory. Das wir jetzt haben und das ihr über die linke Schaltfläche mit den drei Köpfen erreichen könnt. Damit die Kenderin nicht so viel schleppen muss. Dann würde ich noch einmal Cube Wounds auf unsere Amari. Ja, mach das. Warte mal, ich bin gar nicht verletzt. Echt? Du kannst mich natürlich trotzdem heilen, nee. Aber nein, ich habe das natürlich einwandfrei durchgestanden. Stimmt, du warst gar nicht verletzt. Unsere Ogerin auf Xaroka natürlich. Die war ein Halborg, nicht Oger. Der Oger liegt da hinten. Heilung. Ja. Hab Dank. Aber die Xaroka hat es aber ganz schön erwischt, wa? Ja. Ja, Xaroka, ich sollte mich auch öfters hinter dir verstecken. Das hat ja einwandfrei funktioniert. Ja, wer kann man doch den Johann nicht so ungeschützt stehen lassen, wenn er schon selbst nicht auf seine Rüstung achtet? Naja, ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass jetzt hier echte Schwerter geschmuggelt werden. Dann wäre ich natürlich nicht ohne meine Klamotten hinausgerannt. Aber das zeigt mal wieder, wie gut wir befreundet sind, dass du so ein großes Vertrauen in mich hast. Danke, Xaroka. Aber natürlich. Ja, wenn nicht du, hätte den Halboger erledigen können. Ja, vielleicht war es auch mein neu gewonnener Hut, der mir so ein bisschen Glück gebracht hat. Oder der Schuh. Oder der Schuh. Ich wusste doch, dass das alles noch was bringt. Ja. Ja, und so seht ihr, wie um euch herum halt die Leute, also die Milizionäre kontrolliert werden, ob da noch Leute leben oder halt nicht. Und dann mit der Zeit sammeln sich die Leute von Vogler. Becklin steht halt vor und hält dann eine Rede, beziehungsweise die Bürgermeisterin wahrscheinlich eher. Nun, Leute von Vogler, das war ein Rückschlag, ich weiß nicht, wir müssen ermitteln, was es damit zu tun hat. Viele gute Leute sind gestorben, wir sollten erst einmal zurück nach Vogler, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir auf dem Weg auf weitere Probleme treffen. Deswegen tut mir bitte den Gefallen und bleibt beieinander und passt aufeinander auf. Und sie kommt nochmal zu euch rüber. Ich muss euch danken, dass ihr uns in der Schlacht so glorreich zur Seite gestanden habt und uns so verteidigt und geholfen habt. Könntet ihr ein Auge auf die Leute haben, während wir hinunter zur Stadt laufen? Ich befürchte nichts Gutes. Natürlich werden wir das tun. Und ich habe ein wenig Angst davor, was wir in Vogler vorfinden könnten. Hoffentlich eine Stadt, wie sie war. Nun, das hoffe ich auch. Also, wäre gut, wenn ihr ein Auge darauf habt. Und mit diesen Worten dreht sie sich um. Ihr seht, wie Katschel einen der Typen, die ihr da in Schlaf gelegt habt, unsanft auf einen Wagen schmeißt, ihn zornig und blitzend anfunkelt und ihr dann den Platz dort am High Hill verlasst.
Die Toten wurden so gut es ging auf Karren gepackt, aber alle können nicht mitgenommen werden. Da wird sich später eventuell noch jemand drum kümmern müssen oder so, das ist noch nicht so ganz klar. Und so macht die Karawane sich auf den Weg betrübt zurück zum Städtchen Vogla. Nach gut, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ihr hochgelaufen seid, ich denke mal so knapp eine Stunde, dreiviertel Stunde. Nach der Zeit kommt ihr dann halt in Vogla an. Ihr passiert das Nordtor und seht auch erstmal in Vogla keine Besonderheiten. Es ist alles ruhig, denn die meisten Leute waren ja mit oben bei der Schlacht. Und so passiert ihr die Straße nach Vogla rein. Und Becklin kommt halt nochmal zu euch und hält euch kurz am Tor an, während die anderen alle in die Stadt treten. Auf ein Wort. Wir müssen sehen, was wir nun für weitere Schritte begehen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns in der Messingkrabbe treffen und dort unser weiteres Vorgehen planen. Ja. Seid ihr sicher, dass wir in einem öffentlichen Ort uns treffen sollten? Ich würde auch meinen, dass es dort wahrscheinlich mehr Ohren gibt, als uns lieb ist. Vielleicht in eurer Burg oder so etwas. Wir werden wahrscheinlich weniger Ohren da sein. Und meint ihr nicht, dass das alles war? Also meint ihr nicht, dass wir mit einem weiteren Angriff zu rechnen haben oder weitere Feinde kommen? Ja, wir könnten das Treffen auch in der Burg abhalten. Das hört sich für mich vernünftig an. Ihr könnt ja euren knappen Drenn schicken und uns ein paar lecker uns ein bisschen was von der Pastete und dem Bier bringen lassen. Schön, dass ihr euren Appetit nicht verloren habt. Ja. Wer kämpft, der muss auch essen. Falls noch einer von den Angreifenden da lebt, vielleicht könnten wir auch einen befragen. Aber wir haben ja einen dabei, den könnten wir ja. Oder habt ihr vielleicht noch irgendwen da? Weil der sah jetzt nicht aus, als ob er irgendwie ein Anführer oder so etwas war. Nur zum Reden würde man ihn schon bringen, denke ich. Ob Anführer oder nicht, er könnte immer noch etwas wissen. Mit euch wird er definitiv reden. Oh, vielleicht nicht mit mir, aber wegen mir. Wer weiß. Ja, und wenn wir den befragen wollen, dann vielleicht besser nicht in der Messinggrabe. Das könnte dann tatsächlich ein paar Leuten den Appetit verderben. Nun, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendetwas holen wollt oder irgendetwas braucht. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns in einer halben Stunde in der Burg treffen, in der Bibliothek. Ich würde Cudgel und Raven, Bürgermeisterin Raven, noch davon in Kenntnis setzen. Johann, vielleicht sollten wir eure Rüstung doch nochmal holen gehen. Ah, das wäre eine gute Idee. Bitte? Meine Rüstung. Ich wäre dafür, dass ihr eure eigene Rüstung trägt und nicht eine Rüstung aus Fleisch benötigt. Ja, Amari, vielleicht sollten wir generell unsere Sachen packen. Wer weiß, wo es uns dann hin verschlägt. Das können wir natürlich tun, ne? Aber mein Rucksack ist so groß und schwer. Wollen wir denn direkt dann aufbrechen? Ich meine, vielleicht müssen wir hier echt doch ein bisschen aufpassen, ne? Ohne uns ist die Stadt ja nicht sicher. Ah, ja. Nein, ich meine, je nachdem, was die Spuren ergeben, vielleicht müssen wir uns ja, um die Stadt zu beschützen, auf den Weg machen. Das stimmt. Dann würden wir wertvolle Zeit sparen, wenn wir schon gepackt hätten. Gut, dann lasst uns gerne unsere Sachen holen. Und dann vielleicht auch deine Rüstung, Johann. Und dann auf zur Burg. Dann lasst uns gehen. Gut, mir nach. Ich passe auf euch auf.
Ja, so durchschreitet ihr die Stadt weiter und kommt an der Messingkrabbe an. Die ehemals gut besuchten Läden des Eisvogelfestes, also diese Stände sind jetzt alle leer. Die Waren wurden eilig weggepackt und ihr seht, dass einige Händler ihre Waren halt auf ihren Wagen verzurren und festmachen. Ihr lasst die Situation erstmal links liegen und geht zur Messingkrabbe, in der Jalme etwas seltsam guckt, als ihr reinkommt und sie schaut euch halt fragend an. Was ist passiert? Ein Festspiel der Jahrtausende ist geschehen. Wenn aus einem Spiel ernst wird, könnte man meinen. Aber was soll jetzt passieren? Das müssen wir besprechen, nehme ich an. Eure Bürgermeisterin wird dann schon etwas wissen. Ja, nun, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Essen hier und allem? Das ist doch alles zu viel. Warum denn an so einem Tag? Ja, weiß ich, vielleicht stimmt. Warum wartet man nicht, wenn man so einen Angriff plant, warum wartet man dann nicht, bis alle betrunken sind? Warum macht man das mitten am Tag? Ich bin nur eine Tavernenbesitzerin, ich kann da nichts zu sagen. Man hatte sie ja schon alle ohne Waffen da stehen. Aber wenn alle betrunken wären. Ich glaube, der eine oder andere. Aber wenn alle betrunken wären, stehen sie nicht an einem Fleck. Ich persönlich hätte ja mehr Angst vor einem betrunkenen Mitmesser als einem nüchternen Mitmesser. Aber das ist eine andere Sache. Ja, wenn du mit einer Platte nicht bekommst, dann. Aber so ungeschützt, wie sie mit den Spielzeugwaffen waren, so ungeschützt würdest du sie vermutlich in der Stadt nicht antreffen. Und der Vorteil von dieser nachgestellten Schlacht ist, dass alle außerhalb der Stadt sind. Vielleicht sollte man sich auch die Frage stellen, was in der Zeit in der Stadt passiert ist. Weise Worte, Xaruka. Nun, also ich habe nichts, also solange ihr jetzt, euch jetzt so öffentlich unterhaltet, würde Jalme das mitkriegen. Ich habe hier nichts mitbekommen. Ich habe hier alles vorbereitet, aber von draußen war nichts Ungewöhnliches zu vernehmen. Weder Lärm noch seltsame Leute oder Fremde und über den Bootsweg ist auch niemand gekommen. Zumindest nicht, dass ich etwas gesehen hätte. Ihr habt ja hier die beste Sicht auf den Fluss. Ja, und auf den Hafen. Und ich war auch ab und zu mal draußen, um irgendwelche Dinge zu holen am Dorfkreis. Habe ich auch nichts gesehen. Naja. Vielleicht werden wir mehr erfahren, wenn wir uns mit der Stadtsprecherin und der Bürgermeisterin treffen. Der Anführerin dieser Söldner soll ja auch dabei sein, diese Zwerge. Genau. Ja, trotzdem natürlich sehr schade wegen dem Fest und den ganzen Vorbereitungen. Ja, was soll man da sagen? So ist es. Nun, ich werde mal weitersehen, was ich tun kann. Und ihr packt eure Sachen, geht hoch zur Burg oder wollt ihr die noch was fragen? Oder? Könnten wir vielleicht noch sieben Mähle bekommen, die wir mit hochnehmen können? Bedient euch, es ist eh alles bezahlt und wird nicht. Bedient euch. Du stehst halt, die hat halt einen richtigen, also diesen Festraum hat sie vorbereitet für das Fest am Abend und da stehen alle Tische gedeckt und ein großes Buffet und mit Braten und Obst und alles Mögliche. Ja, ich würde dann vielleicht gucken, ob wir irgendwie was zum Tragen finden und dann würde ich mit Mage und das dann mir hinter mir her fliegen lassen. Ja. Ja, und so geht ihr hoch zur Burg Thornwall, in der Becklin
im Prinzip schon wartet. Derrit, der Knappe, öffnet euch wieder die Tür und lässt euch ein. Seid ihr wohl auf? Wurdet ihr verletzt bei der Schlacht? Ja, der eine oder andere hat mich mit einem Speer ein bisschen verletzt, aber nichts, was man nicht mit ein bisschen Schlaf heilen kann. Ja, ich wurde zum Glück nicht verletzt. Kommt rein, die Bürgermeisterin ist noch nicht da, aber Katschel und Becklin sind schon in der Bücherei. Dank. Ja. Und so tretet ihr ein und ihr hört Katschel, die halt richtig auf Aggro ist. Ne? Die steht da und ihr hört die schon vom Flur her rumbrüllen. Diese verfluchten Käuflichen, das hat man davon, wenn man sich mit Söldnern umgibt. Ja, nun bleibt mal ruhig, Katschel. Wir müssen sehen, was da überhaupt los ist. Ja, wir müssen sehen, was da los ist. Ich muss hoch zu meinen Leuten und gucken, was da passiert ist und wer da mit unter der Decke steckt oder ob der Rest dort jetzt noch loyal zu mir ist. Ja. Würdet ihr anklopfen oder weiter dem Gespräch lauschen? Ich würde mal kräftig gegen die Tür klopfen oder gegen den Türrahmen. Ich glaube, die hören dich gar nicht. Ja, doch, man hört so ein paar Schritte drin und die Tür wird geöffnet und Becklin schaut halt raus. Ach, da seid ihr ja. Los, kommt rein. Es fehlt nur noch Bürgermeisterin Raven, dann sind wir komplett. Ich habe was Seelennahrung mitbringen lassen und würde dann das Essen abstellen lassen. Ja, du siehst, dass den beiden der Appetit wohl vergangen ist. Weiß nicht, ob der Rest von euch da was essen möchte. Ja, Becklin stellt sich vor den Kamin und überlegt und Katschel läuft in Gedanken versunken immer auf und ab an einem Fenster entlang. Dann dreht sich Raven, Becklin zu euch um. Habt ihr irgendetwas von Jalme erfahren? Ihr wart mit Sicherheit in der Messingkrabbe, den Dingen nachzuurteilen, die ihr mitgebracht habt. Ihr war alles normal im Dorf. Das sollte nicht sein. Jemand kam über den Fluss. Ja. Jemand ist in der Stadt oder war sonst etwas, ja. Ungewöhnliches. Ach, das ist alles so seltsam. Das muss mit Sicherheit Bürgermeisterin Raven sein. Sie schreitet an euch vorbei und öffnet die Tür. Raven, da seid ihr ja. Kommt herein. Wir sind komplett und Raven ist halt ganz aufgewühlt. Sie schaut sich um. Ich habe alle Schritte unternommen. Ich habe einige Dorfbewohner hochgeschickt, die sich um die Verwundeten kümmern und also die sich hier um die Verwundeten kümmern und einige, die oben die Leichen zusammentragen und sie hier zurück in die Stadt bringen. Katschel, was war da los mit deinen Männern? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt Informationen zusammentragen, was da passiert ist. Ja, mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir wissen, was mit dem Ironclad-Regiment, was es damit auf sich hatte, wie das passieren könnte. Warum haben sie uns verraten? Warum nur? Ach, Raven, ich habe gute Männer, aber es sind Söldner. Sie lassen sich halt kaufen. Und wenn jemand mehr bezahlt hat als ich und ein verlockenderes Angebot gemacht hat, es sind vermutlich nicht alle loyal, wobei ich mir das ich komme gar nicht drüber, wirklich, ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können. Ist das denn eine Subgruppe der eurer Kompanie, die uns angegriffen hat, oder sind das wild zusammengewürfelte? Nein, Gragonis, der Halboger, war mein bester Leutnant, zusammen mit Jejew. Wobei Jejew oben im Dorf ist. Vielleicht hat er Informationen, was dort passiert ist oder hat vielleicht irgendetwas mitbekommen. Ja, wir haben auch noch hier diesen Verräter gefangen, den wir vielleicht verhören sollten. Svilnt. Svilnt heißt er. Svilnt Sandalit. Wir müssen sehen, was wir aus ihm rauskriegen. Habt ihr die Klamotten und die Habseligkeiten des Halbogers durchsucht? Gab es irgendwelche Korrespondenz mit
Außenstehenden? Nein, nicht, dass ich wüsste. Er hatte keine Korrespondenz dabei. Wie lange diente er schon unter euch? Gragonis war schon relativ lange bei der Truppe. 3 oder 4 Sommer war er mit Sicherheit dabei. Und wo wäre eurer Meinung nach der letztmögliche Zeitpunkt gewesen, um ihn, nun ja, so lange zu bequatschen, ihn auf eine andere Seite zu ziehen? Das ist schwer zu sagen. Gragonis, ich war ja selber oft nicht beim Lager und die Söldner hatten jetzt keinen wirklichen Auftrag oder sonstiges. Sie hatten Freigang vermutlich, also was heißt Freigang? Sie konnten sich frei bewegen. Ich habe keine Ahnung, ob er hier angestiftet wurde oder auf der Reise hierhin. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass Svilnt uns dort bessere Informationen darüber geben kann. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich erstmal den befragen, bevor wir hier die ganze Zeit weiter überlegen. Weil da kommen wir natürlich ja nicht weiter. Vielleicht. Wollten wir vielleicht vorher mal ein paar Fragen absprechen, bevor wir da Hals über Kopf reinstürmen? Ja, wer denn dabei war, nehme ich an, ist wichtig. Ob er vielleicht den Anführer weiß oder ob es der Ork war. Wie viel sie bezahlt bekommen haben, damit man... Warum Vogler? Ja. Welcher warum hat, genau bei dem Fest? Und warum sie so dumm waren und nicht bis ans Ende am Abend der Fest gewartet haben. Wenn alle in die Messigrappe gegangen wären und dann einfach die Messigrappe angezündet hätten. Ich hätte auch noch einen neuen Zauber, den ich gerne an ihm ausprobieren möchte. Wenn ihr so frei wärt und mich das tun lassen würdet. Mit Zauber kann ich nicht dienen. Aber nun, wenn ihr irgendwie Informationen aus ihm rausholen könnt, ist mir jedes Mittel recht. Es sind Verräter. Gerne. Wir schaffen das schon. Wenn euer Zauber nicht wirkt, dann lassen wir ihn mit Scharoka ein wenig alleine. Aber Johann, die Leute sprechen davon, sie hätten göttliche Energie an euch gesehen. Ist da etwas Wahres dran? Ja, ich habe plötzlich eine große Lanze bekommen und da habt ihr recht, es muss wohl göttliche Energie sein. Aber sie meinen wahrscheinlich eher die Kunst, wie ich die Leute gerettet habe. Das mit der Lanze und das, da gibt es so einen Trank, den kann man kaufen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er wirkt sehr gut. Ich dachte, das wäre ein Schlafmittel. Ja, das ist auch sehr interessant, aber wir meinten eigentlich die Heilkräfte an den Bewohnern. Ja, das kommt vom Brandschaller. Brandschaller? Ja. Er gibt euch Macht? Er hört euch? Also, ich kann ihn jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt zuhört oder. Es ist eher so, wie die Götter, ja, die kommen und gehen und sprechen. Es muss ein Zeichen sein, Becklin. Wenn die Götter wieder zu uns sprechen, dann muss es ein Zeichen sein. Irgendetwas geht vor da draußen. Irgendetwas Gewaltiges, etwas Episches. Wir stehen vor einer Wende. Einem großen Ereignis wie dem Kataklysmus vor 300 Jahren, da bin ich mir sicher. Nun, hoffen wir... Prophezeiung? Nicht, dass ich wüsste, aber hoffen wir, dass diese Nachricht ein Licht in der Dunkelheit ist, die momentan über Vogler schwebt. Okay, Ben, wir haben Vertrauen in dich. Und gut, wo habt ihr denn den Gefangenen? Derrit, wo ist der Gefangene? Sie haben ihn, glaube ich, in das Rathaus gebracht. Ja, ich habe sie angewiesen, ihn bei uns in die Zellen zu bringen. Gut, dann lasst uns doch zum Rathaus gehen. Ja. Und so macht ihr euch alle gemeinsam auf. Raven begleitet euch nicht, die kümmert sich um andere Geschichten. Aber Becklin und Cudgel kommen mit und Derrit auch. Und so kommt ihr halt da zum Rathaus. Und ihr werdet ein paar
steinerne Treppen hinabgeführt in ein Verlies und dort, ja, seht ihr halt eine, was ist das? Und ja, ihr werdet Stufen hinabgeführt und da ist der Gefangene in einem, in einer Zelle und sitzt dort. Aus seinen Augen. Seine Kleidung ist blutverkrustet. Er hat auch eine scharfe Schnittwunde auf der Wange und er schaut etwas zu euch hinüber. Was wollt ihr? Kurz mit euch reden. Ich würde dann auf gar nichts sagen. Ich würde dann auf ihn zugehen, würde meine Hände an die Seite, also auf seinen Kopf legen und würde sagen, antworte mir. Und würde dann Suggestion zaubern. Was würdest du zaubern? Suggestion. Das ist halt ein Zauber, dem ich dann. Der müsste einen Wisdom Saving Throw machen. Und wenn er den verfehlt, kann ich ihm in dem Sinne einen Befehl geben. Welche Schwierigkeitsstufe? 14. Ja. Du siehst, wie sein Blick leer wird und er die Augen verdreht und dich anstarrt. Ja. Beantworte alle Fragen, die dir gestellt werden, wahrheitsgemäß und so gut du kannst, bis ich sage, dass wir keine Fragen mehr haben. Ja, mein Herr und Meister. Das hat wohl geklappt. Jetzt wird er jede Frage beantworten, wahrheitsgemäß und so gut er kann. Das hat mich ja komplett aus dem Konzept gebracht. Was wollten wir jetzt nochmal fragen? Wir wollten... Wer ist denn euer Anführer, werter Herr? Gragonis. Gragonis ist mein Anführer. Wo finden wir denn dieses Dragonis? Dragonis ist... Ich weiß es nicht. Dragonis war doch der halborkische Leutnant, der tot war. Okay, er wisst es also nicht. Okay. Nun, warum habt ihr gegen den Zwerg habt ihr gegen den Zwerg Handlung gemacht? Kajl ist eine Zwergin. Ja. Sie hat nur keinen Bart, ich weiß. Gragonis wurde bezahlt. Er plante, Kajl zu töten und die Kontrolle über das Ironclad-Regime zu übernehmen. Wer hat ihn bezahlt? Das weiß ich nicht. Wann wurde er bezahlt? Er ging vor einigen Tagen in die Wälder westlich des Söldnerlagers und kehrte dann mit einer beträchtlichen Menge Gold zurück. Wer ist mit ihm gegangen? Niemand, er war allein. Wie ist der... Verkäufer, wer ist derjenige, der ihn bezahlt hat, mit ihm in Kontakt getreten? Das weiß ich nicht. Wie sah euer Plan aus? Also nachdem ihr alle hier getötet hättet, was hättet ihr dann gemacht? Das weiß ich nicht. Gragonis hätte die Leitung des Ironclad-Regiment übernommen. Also, dann hätte ich noch eine Frage, ja. Seid ihr eigentlich du? Nein. Das ist eindeutig eine Lüge. Denn wenn ihr schlau gewesen wärt, hättet ihr gewartet, bis alle schlafen. Und ihr hättet dann angegriffen. Aber was habt ihr euch denn selber davon versprochen? Ja, Gold. Ich meine, da kommt einfach euer Anführer und dann nur für Gold greift ihr die Leute an?
Wir wurden bezahlt. Wir sind Söldner. Er lügt, er ist dumm. Habt ihr irgendeine Möglichkeit, mit dem, der das Gold gegeben hat, Kontakt aufzunehmen? Ich weiß nicht, wer das Gold gegeben hat. Also in dem Wald. Westlich. Von eurem Lager weg. Wie lange war er weg im westlichen Wald? Das weiß ich nicht. Keinen Tag. Ein Tag. Keinen. Halber Tag hin, halber Tag zurück. Keinen Tag. Keinen ein paar Stunden quasi vielleicht. Nun, dann habt ihr sicher nichts dagegen, um uns dahin zu begleiten, nehme ich an. Der wird hier nirgendwo hingehen, greift Raven ein. Und Cudgel gibt dir recht. Könnt ihr ihn doch mitnehmen. Aber er weiß doch gar nicht. Er weiß doch gar nicht, wo Gragonis hingegangen ist. Und ihr habt ihn doch verzaubert. Er sagt doch die Wahrheit, oder nicht? So ist es. Fällt euch beiden noch Fragen ein? Wer steckt dahinter? Wen hat er bezahlt? Was ist mit Jejew? Ist er auch bezahlt worden? Nein, Jejew wurde nicht bezahlt. Nun, ich muss auf jeden Fall zurück zu meinem Lager, sagt Kratschel. Ich werde noch heute aufbrechen. Warum hat er dann mitgemacht? Er hat doch nicht mitgemacht. Er war doch in der Stadt. Jejew ist oben im Lager. Dann hilft uns das hier wohl leider auch nicht weiter. Waren alle Bezahlten mit bei der Schlacht oder sind welche im Lager zurückgeblieben? Soweit ich weiß, waren alle in der Schlacht. Gib uns bitte alle Namen, wie ihr wisst, die mitbezahlt worden sind. Ja, und er zählt halt eine ganze Reihe Namen auf. Und Cudgel geht so durch und gleicht das ab mit den Personen, die so auf dem Schlachtfeld gestorben sind und so. Ja, das müssten eigentlich alle sein. Wusstet ihr von weiteren Plänen? Nein, ich weiß nicht, was danach passieren sollte. Raven, ich habe genug gehört. Ich möchte unbedingt, so schnell es geht, zu meinem Regiment. Wenn ihr mich entschuldigt, das ist kein Problem, Cudgel. Meldet euch wieder, wenn ihr wisst, was da los ist. Ihr solltet aber aufpassen, ja? Ihr habt ja auch gehört. Nicht das, weil es war ja von dem Lager entfernt. Ich werde spätestens im Morgengrauen wieder hier sein, Raven. Dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Dank und gehabt euch wohl. Bevor ihr geht, falls euch noch weitere Fragen einfallen würden, schickt jemanden hin. Er sollte für die nächsten 7,5 Stunden noch für jede Frage zu haben sein. Okay, aber ich denke, das meiste habe ich gehört. Immer noch nicht zu glauben. Dieser Angriff war... Ich meine, die Leute wurden von Bauern mit Holzknüppeln niedergeschlagen. Konnte nicht ernsthaft das der Hauptangriff sein, oder? Auch wenn wir gute Kämpfer sind, zumindest ihr drei, dann, das kann doch niemals der ganze Laden von denen gewesen sein. Ich meine, da war... haben es nicht geschafft, Bauern mit Holzschwertern zu töten. Naja, wir sind ja dazwischen gegangen. Das ist sicher nur eine Ablenkung für irgendetwas Größeres. Vielleicht sind die anderen Söldner aufmerksam geworden und haben sich gegen ihre eigenen Männer gestellt und uns so zur Hilfe, so uns geholfen. Mir sagt irgendetwas, dass das sicher noch etwas Größeres im Gange ist. Was nur dieser Apparat von den Söldnern. Leider haben.
Leider haben wir den Halbogen nicht lebend fassen können. Ja. Beim nächsten Mal. Ja, aber was ist denn der Oger, der hat doch da auch, die waren doch da auch mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen da oben in diesem Lager. Sollen wir da nicht mal gucken gehen, wo der übernachtet hat oder so, ob wir irgendwas finden können? Ja, könnten wir machen. Oder wir gehen in diesen, wir schauen uns in dem Wald um, ob wir da irgendeine Spur finden. Ich meine, so ein Oger kann man, glaube ich, relativ leicht verfolgen, die Spuren. Ich glaube jetzt nicht, dass der seine Spuren verwischt hat. Das glaube ich wohl auch. Und ich meine, da der Wald westlich vom Lager sein sollte, könnten wir da auch mal einen kurzen Abstich dorthin geben. Was ist eigentlich gerade für eine Uhrzeit? Ich denke, es ist jetzt gegen Abend. Okay. Ja, dann schlage ich vor, wir ruhen uns hier noch etwas aus und gehen dann morgen dorthin. Klingt gut. Sollten wir nochmal kurz bei Wächle vorbei. Wächle, ne? Die Dame aus der Burg. Das sind wir doch gerade. Becklin, aber wir sind. Wir sind im Rathaus. Aber die ist doch bei uns, oder nicht? Becklin ist bei euch, ja. Achso. Becklin, habt ihr zufällig auch Wachen aufgestellt, die über Nacht den Zugang zur Stadt überprüfen können? Nein, aber das ist eine sehr gute Idee. Und das Tor und auch den Hafen. Ja. Dass wir über die Berge ist es ja schwierig, in die Stadt zu kommen. Da gibt es ja nur einen Weg von Süden, von Norden in die Stadt. Und vielleicht einen, zwei an dem Hafen, die dort patrouillieren können. Was ja auch vom Seeweg sicher sein können. Vielleicht wäre generell eine Patrouille in der Nacht kein Fehler. Auch in den Straßen, wer weiß, was sich möglicherweise in der Abwesenheit der meisten hier versteckt hat. Unbemerkt. Da stimme ich euch zu, Xaroka. Nun gut, dann lasst uns für die Nacht ruhen. Ja, heute war ein aufregender Tag. Allerdings. Also zurück zur Messingkrabbe, ja? Ja. Ja, und so geht ihr zurück zur Messingkrabbe. Und übernachtet dort. Einen Moment. Why doesn't... Funktioniert das nicht? Okay. Wie macht man denn hier eine Rast für alle? Wisst ihr das? Man kann oben auf Long Rest drücken. Aber ich weiß nicht, ob es für alle geht. Wenn du auf den Charakter schiebst, ist er bei Trefferwürfel so... K-Rust und L-Rust. Wenn auf L-Rust drücken, dann müsstest du das eigentlich. Bei mir ist er unter nützliches L-Rust und S-Rust. Ja, dann mach das doch mal. Okay. Wo seht denn ihr das? Bei der Charakter-Sheet. Unter den Hit-Dice. Also unter den Lebenspunktwürfeln. Ja. Habt ihr das alle gefunden? Ich sehe es auf dem Charakterbogen immer noch nicht. Da, wo Trefferwürfel steht? Steht den Trefferwürfel. Wenn du auf. Bist du bei mir jetzt drauf, auf Johann von Klingen? Bei Amari bin ich jetzt gerade drauf. Bei Amari, da steht doch dann. Ihr Volk. Ach, Trefferwürfel, ja, okay, hab's, okay, ja, genau. Alles klar. Gut, also ihr habt alle eine lange Rast gemacht und seid damit alle. Wieder voll, beziehungsweise wird ja eigentlich durch den Stufenaufstieg auch schon wieder voll gewesen. Das habe ich ganz vergessen. Ja. Am nächsten Morgen
steht ihr dann auf. Und Raven kommt schon herein. Na, habt ihr gut geschlafen? Den Umständen entsprechend, ja. Den Umständen entsprechend, ja. Bei mir sah es genauso aus. Wir müssen weitersehen. Ich hätte, ehrlich gesagt, habe ich mir Gedanken gemacht und ich hätte gerne eine Truppe, die sich im Westen ein wenig umsieht, zu dieser Stelle, also in diese Richtung, in der der große gegangen ist. Genau. Ja, das passt ganz gut. Das hatten wir nämlich eh vor heute. Genau. Da können wir das gerne übernehmen. Ja, außer ihr gibt doch als ein paar fähige Leute mit. Na, ihr könntet vielleicht Becklin fragen, ob Derrit euch begleiten kann. Er kennt sich hier in den Wäldern sehr gut aus. Ja, das wäre bestimmt nicht verkehrt. Dann sollten wir das vielleicht so machen. Jalme, die Herrschaften sind umsonst ja einquartiert, richtig? Ja, ja, natürlich, natürlich, Bürgermeisterin Raven. Ich werde für sie aufkommen. Vielleicht geht ihr hinüber zu Becklin und fragt, ob Derrit abkömmlich wäre und seid auf jeden Fall vorsichtig und passt auf euch auf. Die Götter wissen, was dort in den Wäldern ist und wer diesen Halboger bestochen hat und was da Tieferes hintersteckt. Ich mache mir ein wenig Sorgen um die Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Ich halte das immer noch für ein komischer Akt. Aber wir werden es herausfinden. Brandschilder wird uns dann. Ja, haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn wir nicht da sind. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Micha? Ja? Ich hätte jetzt noch, bevor wir schlafen gegangen sind, meinen Feind Familiar gezaubert, dass ich meinen Vertrag mit dem Imp hätte. Das ist überhaupt kein Thema. Das kannst du gerne machen. Und der sitzt jetzt die ganze Zeit unsichtbar erstmal auf meiner Schulter. Ja, ihr habt das Gefühl, dass ihr immer so ein leichtes Kichern aus Bens Richtung hört, aber ich kriege das ja besonders gut heute. Wenn wir draußen sind, zeige ich euch was. Ja, ich muss sagen, gestern mit deinem Zauberspruch, ne, wo du den einen zum Wahrheitssprechen gebracht hast, das war schon leicht gruseliger. Also deine bisherigen Zaubersprüche haben mir besser gefallen mit den tanzenden Krabben. Ach, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Man muss doch alles können. Und das lag bestimmt auch daran, dass das nicht so ein schlauer Kerl wie ihr wart. Oh, ihr seid kein Kerl, aber seid schlau. Hab Dank für die lieben Worte. Dann lasst uns aufbrechen. Wollen wir den aufbrechen? Ja. Ja. Muss mal gucken, ich hatte gerade geguckt, ob ich irgendwelche Stats für Derrit habe, aber ich glaube, die muss ich mal anlegen. So, ja. Ihr verlasst die Messingkrabbe und geht halt durch die Stadt und ihr seht jetzt, dass diese ganzen Läden und sowas, wo gestern noch gefeiert und gemacht wurde, dass dort jetzt die Toten aufgebahrt werden, weil sonst erstmal nicht genügend Platz da ist, um ihnen Herr zu werden. Und so geht ihr hinauf zur Burg Thornwall und klopft dort an und Derrit öffnet die Tür und guckt euch etwas fragend an. Ach, ihr seid, ich bin gar nicht ganz bei der Sache. Diese ganze Schlacht gestern hat mich so unheimlich verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber kommt rein. Ab dann. Wir hätten auch gleich eine Bitte an euch. Ja. Und zwar wollten wir in den Westen gehen.
dieser Spur nachzugehen, die wir gefunden haben. Ja. Mit dem großen Oger, der dort irgendwie getroffen hat. Und wir haben von der Bürgermeisterin erfahren, dass ihr euch gut auskennt in der Gegend, ob ihr uns vielleicht begleiten könnt. Nun, das würde ich gern tun. Ich muss nur meine Herrin fragen. Ja. Und er geht halt hin und klopft an und ihr hört sie so ein bisschen diskutieren und nach einiger Zeit kommt er in ein Kettenhemd und mit einem Wams der solamnischen Ritter zurück und hat sein Schwert an der Seite. Nun, sie ist damit einverstanden, dass ich euch begleite. Wir können sofort los, wenn ihr wollt. Perfekt. Wunderbar. Schmeißt noch so einen Apfel in die Luft, beißt einmal ab und begleitet euch dann. Wollten wir nicht noch einen Abstecher zum Lager machen? Ja. Doch auf dem Weg, oder? Das liegt ja auf dem Weg, soweit wir das verstanden haben. Das ist ja, der ist ja westlich vom Lager in den Wald gegangen. Genau. Und die Spur findet man am besten, wo sie beginnt. Richtig. Als ihr aus der Burg kommt und durch das nördliche Tor gehen wollt, seht ihr, dass Kadjel auf einem Pferd gerade zurückkehrt. Und sie sieht euch und grüßt und zügelt das Pferd und hält an. Und hinter ihr ist ein glatzköpfiger Mann, der so aussieht, der auch auf einem Pferd unterwegs ist. Und ja, der dann ebenfalls sein Pferd zügelt. Wieso, und habt ihr noch etwas Neues herausgefunden? Noch nicht. Aber wir wollten uns gerade auf den Weg machen, um nun zu erfahren. Das hier ist der Jejew. Ich hatte euch gestern von ihm erzählt. Einer meiner loyalen Angehörigen des Regiments. Guten Morgen. So, seid gegrüßt. Grüße. Morgen. Nun, ja, als ich, und der nickt so etwas griesgrämig euch zu. Als ich zurück war im Lager, habe ich erfahren, dass die Söldner Gerüchte gehört hatten, sie aber dem nicht zu viel Wertung beigewohnt hatten. Und das hat man dann davon, wenn man solche Warnungen nicht ernst nimmt. Welche Gerüchte? Dass Gragonis verschwunden war und dass er sich danach verändert hätte und seltsam war und dass sie einige Söldner gesehen hatten, die miteinander geflüstert hätten und solcherlei Dinge. Na gut, konnte man ja auch nicht von ausgehen, dass da jetzt einfach so ein Kampf passiert, ne? Ja, in der Tat, da konnte man nicht von ausgehen. Aber naja, es war halt selten und die Anzeichen waren da und wir hätten darauf reagieren können. Das macht die Sache nicht besser. Ich habe völlig versagt. Die Miliz hat sich auf unseren Schutz verlassen und dann wurden wir verraten. Sowas darf auf keinen Fall noch einmal passieren und wir stehen in großer Schuld der Stadt Vogler gegenüber. Aber wo wolltet ihr hin? Ihr wart gerade auf dem Sprung. Ihr habt Derrit dabei. Derrit nickt einmal. Was hattet ihr vor? Wir wollten uns westlich vom Lager umschauen. Und Verhör gestern wurde ja raus, sagte er uns, dass der Halboger in den Wald gegangen sein soll. 3 Tage. Damit viel Geld wiedergekommen sei. Ja, ich war ja noch dabei. Tut das auf jeden Fall. Dann würde ich in der... Okay. Habt ihr das Geld eigentlich gefunden von dem Ogre? Die Männer suchen noch danach im Lager. Aber wenn es dort irgendwo ist, werden wir es schon finden. Das sollte nicht das Problem sein. Es wäre vielleicht eine gute Idee, das Geld der Stadt Vogler zu geben für die Toten. Und den Wiederaufbau. Oder und wenn das Geld schon auf die Toten verteilt ist? Naja, ich glaube, die Toten, die euch verraten haben
oder die uns verraten haben, die wurden schon durchsucht. Ja, aber ist denn sonst etwas gestern Nacht noch aufgefallen? Was meint ihr, in dem Lager? Naja, es sollten ja Patrouillen aufgestellt werden. Ob irgendwas. Und das weiß ich nicht, da müsstet ihr Bürgermeisterin Raven fragen, ich war ja nicht hier. Ah, okay. Ja. Nun, aber sind denn alle Verräter besiegt worden oder sind noch welche? Nein, so viel ich weiß, sind alle Verräter besiegt worden, ja. Von daher, aber ich werde jetzt auf jeden Fall los und Bürgermeisterin Raven und Becklin Bescheid geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg auf eurer Reise. Passt auf euch auf. Habt ihr vielleicht in eurer Kompanie noch einen Jäger, der sich vielleicht auch im Wald auskennt, der uns vielleicht den Anfang der Spur zeigen kann? Außerhalb des Lagers? Ich weiß ja gar nicht, wo die Spur anfängt. Ich denke, da ist Derrit der richtige Mann. Meine Leute kommen ja nicht von hier. Gut, dann gute Reise und wir sehen uns später. Ja, gute Reise wünsche ich euch und viel Erfolg. Und so ihr seht, wie sie und Jejev halt losreiten und am Horizont über einem der Häuser, auf das sie zureitet, fliegen plötzlich einige Papageien in die Luft. Und wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause, Freunde der Nacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Like, über alles. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, die nächste Folge, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr seht, wann es weitergeht. Bis dahin alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.